Okay, okay. Excellent work, soldier. That's a fine looking American haircut if I've ever seen one. Ja, super. You'll be receiving ground support from the gunny squadron who will plant explosive charges on the doors in front of you. Reach and clear each room until you've completed all your mission objectives. All set. Geil. Commencing Operation Excessive Force now. Oh, scheiße. Oh, shit, das sind ja noch mehr. Oh nein, der ist tot. Ich hab ihn umgebracht. Ach du Scheiße! LOL! Oh Scheiße! Nein, die sterben mir alle weg! Hätte ich das mal eher gewusst, dass man das damit stabilisieren kann. Oh Gott. Ich töte mal alle. Was? Hä? Da ist er. Nee, es ist er nicht. Oh oh. Nein, ich hab keine Zeit. Ah! Ah! Mann! Ich hab keine Ahnung, was geht denn hier ab? Warum mache ich hier irgendwelche Haare? Mann, warum kann ich das nicht aufsammeln? Ah. Da ist er! Okay, ich hab keine Ahnung, was ich hier gemacht habe jetzt. Hä? Oh. Today it was the Nazis. Today was communist. Tomorrow, who knows? There will always be an enemy. 21 Leute umgehauen. Günstig. Dass die Untertitel einfach ab und zu weg sind, ist ein bisschen nervig. Second Baby? Wow. Geil, noch ein Baby machen, da freue ich mich drauf. Das macht immer Spaß, Babys machen. Hallo! Although this one won't be due for another few months. Kick back and enjoy some quality time with your good friends, TV and beer. La. It's one of those gun shows. My oh, geil. Favorite. Some say this is an unfair loophole for criminals to acquire unlicensed guns. But some also say that the moon landing was faked. So, was? Moon landing faked? 1999. And it was pretty much like any other morning in America. The farmer did his chores. The milkman made his deliveries. The president bombed another country whose name couldn't pronounce. Lol. Lauren, do you want
better, safer alternative to your handgun? Introducing the Smartass Gun, designed only to fire when verified by your fingerprint and only your fingerprint. Well, what about me? I don't Geil. Have fingerprints. How's that meant to work? Useless technology. Was? Well, it looks like this baby. You know what to do. Call an ambulance. Wieso ist denn das Telefon so riesig? Ist ja merkwürdig. Was? Okay, well, there goes that idea. But fear not. We are the world's most resourceful people. We can handle this on our own. To the hospital. Okay, kein Ding. Fahr mal selber rüber. Brumm, brumm, brumm. Ach, zählt das schon wieder nicht. Doch, es lädt! Kein Grund! Wir machen das schon! Ganz, ganz ruhig, Baby! Ganz ruhig! Mach Platz! Mach Platz, Mann! Wir müssen ins Krankenhaus! Was wollt ihr denn? Scheiß Bullen! Ich hab hier ein Baby! Ist ja unendlich Muni, wie geil ist das denn? Verpisst euch! Ich hab ein Baby! Stirb, Mann! Gut so, fahr weiter. Wir machen das. Scheiße, eine Barriere. Wir stehen alle im Weg. Stirb! Jo, ich habe ja ein Baby zu versorgen. Was ist mit dir los? Alter, der Hund, ey. Sei doch mal ruhig da hinten! Wir kommen schon rechtzeitig an, keine Angst! Wow! Was zur Hölle? Krankenamerikaner! Krankenamerikaner! Sterb, sterb! Verpisst euch! Mein Baby! Mein Baby kommt! Ihr solltet mir lieber helfen! Falls ihr euch wundert, warum das immer so schwarz wird. Oh oh. Okay, jetzt geht's immer schneller. Jetzt geht's los. Was? Alter, was geht denn hier ab? Fuck! Oh. Alter! Ach so! Alter. You've got the most powerful tools a man can carry.
can make this work. Baby, Baby, ich weiß, ich habe beim Doktor zugeschaut. Ich weiß, wie das geht. Der hat irgendwie so gemacht. Okay, okay, ich hang es auf. Ja. Oh nein! Oh fuck! Oh shit! Ich weiß nicht, ob ich das hätte. Oh oh. Vielleicht hätte ich es fangen sollen. Was auch. Oh oh. Oh. Ich hab's erschossen. Fuck! Ich hab mich erschossen. We interrupt tonight's broadcast for an important message from the newly appointed President of the United States. People of America! Was? Today is a momentous day. Ach so. It marks the dawn of a new age, a second American revolution. We the people have paved way for a new paradigm of thinking and being. One that leads with strength, dignity, and steel. You gave us, the American Rifle Association, the power to thrive and the support we needed to take the next step in our evolution. You voted with your hearts and your wallets, and we ascended to the summit of power. The right to own a gun should be universal and ubiquitous. Without it, we are all victims to tyranny and oppression. Not just by the government, but by gun-wielding criminals, madmen, and psychopaths. We are born as helpless lambs in a field of wolves. But the Second Amendment gives the common man the most uncommon of freedoms. Power. Within the cold, blue steel of our lovingly crafted guns resides sacred stuff. The power of life and death. The power of God. We must democratize this power. Give it to every man, woman, and child if we are to rid this world of evil. For only a peace between equals can last. We shall rally our loyal followers with our rousing speeches, weekly newsletters, and membership discounts to spread word. We give you the truth. We show you the horrors of the world so that you understand why owning guns is so necessary. We will remove all federal taxes and restrictions on gun ownership and concealed carry laws. Our freedoms will be limitless so that our industry can grow unfettered by the villains who would align against our liberty. Like a serpent consuming its own tail, the gun economy will feed off the fear and conflict that our weapons create, thus furthering the desire for even more weapons. We've created an unstoppable machine, an infinite cycle. With it, we will fill the nation with our guns so that we may finally know peace. This is the ultimate gun factory that I promised to you. This is my American dream. Ja! Ich würde schießen. Switch the camera bar. Was? My America. Was? Okay, how about I just show you myself? Behold, the gun factory of tomorrow. My American dream! We the people form the constitution of the greatest gun factory of all time. We are the parts of this grand machine. We give it life, and in return it gives us the most important privilege of all. So-called morality to lead mankind into a new age of progress. The weak will be left behind, and the strong shall rise to claim our rightful bounty. Allow me to demonstrate
das Cinema. A filthy creature like you has no place in the new America. Nein, nicht die Katze! Arme Katze. Ich? Nein! Disarmament means death. Death of the United States and the death of liberty itself. His confederation of mutual trust and respect was a fantasy. Make no mistake, this world of ours is one fueled by fear and hate. The only way to survive in such a world is through strength of will and strength of arm. Fist of truth. The world will worship us. We will spread our guns to the furthest reaches and create the ultimate paradise on earth. Together, we crushed the old tyrannical government, just like the brave soldiers of the Revolutionary War. Now I will be your new president, and I shall restore our strength, our pride, glory! However, when I look at you now, the destruction you brought, it's clear to me now that I have created a monster. This world's governed by the strength of the individual. I cannot have someone as powerful as you existing alongside me. You are a threat to our peace that I cannot afford. And so... Was? You must die. Das ist ein bisschen Video. Was? See what good it will do against the might of my army. The US military has evolved in ways you cannot possibly imagine. Will you die here as a patriot? Or will you live on? Ah nein, wir kämpfen mit denen zusammen! Scheiße! America is ours now. Oh shit! Nein! Na komm schon! Oh fuck! Alter, wie soll ich denn hier alle abknallen? Das geht doch gar nicht! Oh, ich sehe nichts mehr! Oh Gott, ist das schwer! Komm schon, geh rein, geh rein! Mann, es geht einfach nicht hier rein, die Kacke! Scheiße! Komm schon, geh rein! Oh Mann, wieso ist es immer so schnell leer? Oh
blöde kleine Waffe! Geht weg! Weg! Aber Alter, man sieht überhaupt nichts! Sterbt! Was zur Hölle? The people of the world will become as one, united under the morality of the gun. And at last, we will know a time when the lamb may lie with the wolf. One day, we will learn how to create entire worlds for people to inhabit and live our ideologies. They will learn to think and act as we do, and in time, kein Ding, mach mal. Du bist ganz schön groß und ich bin so klein. Scheiße, ich kann so schnell gar nicht nachladen. Oh shit. Wege! Überall Wege! Oh oh. Was? Was? Nein! Da war eine Ratte dabei! Puh! Komm schon! Ach komm! Oh, der war bestimmt gerade wieder offen, oder? Geh auf! Geh doch auf da oben, oder muss ich das aufschießen? Hier habe ich dich gesehen. Was? Oh, Kacke. Dann halt nochmal. Was? 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 Scheiße! Was suchst du denn jetzt hier? Oh Gott!
Aber wieso treffe ich den denn nicht? Oh Gott, ey. Vielleicht muss ich den wirklich beschießen, keine Ahnung. Hab ich wieder vergessen. Ich vergesse jedes Mal, dass er diese komischen Kanonenkugeln macht. Aber das kann doch nicht sein. Was ist das? Shit! Nein! Nein! Ich schieße einfach mal drauf. Ah, dann geht was auf. Lol. Schieß doch! Hä? Ich hab doch gerade aufgeladen, ey! Oh Gott! Was? Was? Ach, da drüben war der! Boah, Alter, du lernst die Arme weh. Oh Gott! Es sind so viele! Na komm schon! Geh doch rein! Mann! Geh doch rein! Na komm schon!
Komm schon! Mann, ausgerechnet jetzt klappt's nicht! Okay, ich glaube, ich habe alle. Oh oh. Scheiße. Scheiße! Komm schon! Oh Mann, immer wenn's wichtig ist, klappt's nicht! Wo denn noch? Oh oh. Was genau passiert? Was? Oh Scheiße! Süß! Ich kann nicht schießen? Was? Nein! Du hast meine Frau getötet! Was ist jetzt? Was ist denn jetzt los? Ich dachte nicht, da ist wieder ein Bug jetzt hier irgendwas. Das wäre jetzt richtig kacke. Nein! Ist doch nicht dein Ernst jetzt? Kann ich wieder nichts machen? Nein, das kann doch nicht sein, dass jetzt ein Bug kommt! Am Ende! Das ist ja unglaublich! Danke! Nein! Du Arschgesicht! Meine Frau! I'm sorry. Sorry for all of this. I just wanted to sell some guns. I have a family to feed, and all those hamburgers and milkshakes just don't come cheap. So what if I bought a few yachts and mansions as well? I mean, they're just the simple needs of a humble entrepreneur. We sure had some good times, didn't we? Remember when we went to the carnival? Your wedding day, your firstborn child? That's what I should. Okay, es war cool mit dir. Es war echt cool mit dir. Ah, das war nur ein Teil. Das war nur ein Teil der Show. Just how wonderful
Wir sehen uns! Wir sehen uns, Mann! Du bist voll cool, Alter! Du bist gehst voll klar, Alter! Wir hatten unsere Differenzen, aber du gehst voll klar, Mann! It's the American Dream! Dream! Ein Spiel von Samurai Punk. Voices, oh. Und man kann ja auch Female sein, stimmt. Huch. Oh, Musik ist auch nicht schlecht gewesen. Oh, oh. Ah. Oh, wir fliegen immer noch nach oben. Barbershop Video. Das Videoteam. Ein spezieller Dank gilt an all diesen Personen. Oh. Geil. Errungenschaft freigeschaltet. Ach, in Australien wurde das gemacht. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Da gibt es nicht besseres Bier als in Amerika. And now? Ja, jetzt hängt der Ride natürlich von vorne an. Das ist ja bloß eine Art Museum-Attraktion. 4 years ago, in the summer of 1949, a group of 9 respected companies. Man kommt nicht mal jetzt. To craft a vision of the future of America. Man kann nicht mal ins Menü. One key question. What makes America great? Is it the sweat of our brows? Okay. So, ich bin mir nicht sicher, ob ihr da noch was hören könnt, aber das sieht ein bisschen witzig aus. Also ich muss tatsächlich sagen, hier sind übrigens meine coolen gemotteten Super NES-Dinger. Das Spiel an sich macht Spaß. Ich bin mir aber nicht sicher, wie viel Spaß es gemacht hat, das zuzuschauen tatsächlich, weil es ja doch sehr viel Gelaber ist und sehr viel Zuhören. Und das ist halt dann immer ein bisschen schwierig, weil, naja, ist halt nur Zuhören dementsprechend. Ist vielleicht nicht ganz so geil, aber an sich hat das Spiel schon Spaß gemacht, ist schon geil gewesen. Ein paar Bugs halt irgendwie, was ich ein bisschen merkwürdig finde, warum da solche Bugs tatsächlich da sind. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es VR ist, ne, dass da eine andere Steuerung ist und deswegen, dass das einfach so krass ist, keine Ahnung. Aber im Prinzip fand ich das Spiel schon sehr geil. Muss ich schon sagen. Fand ich schon sehr geil. Hat schon Spaß gemacht. Als nächstes werden wir uns mal irgendwie was anschauen, was vielleicht mehr Action hat oder wo nicht so viel Gelaber ist. Da haben wir ja bestimmt noch ein bisschen was, was man ausprobieren kann. Ansonsten würde ich sagen, hier, das bei unten, das bin ich. Und ja, ich würde sagen, ich war der Tenchi hier von Sinups Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüssi. Ich habe gar keine Haare mehr hier. Was ist da los?